Leute, es ist wieder soweit. Wir sind wieder auf Tour, die Fully Automatic Tour geht weiter. Und es ist ja jetzt schon fast Tradition, dass wir natürlich unsere ganzen Touren so dokumentieren, damit ihr quasi mit dabei seid, wenn wir um die Welt reisen. Und dieses Mal geht es nach Russland und nach Weißrussland und nach Ukraine. Und wir haben 10 Shows vor uns, viele Städte, von denen wir vorher noch nie was gehört haben. Und es wird richtig aufregend, richtig krasses Abenteuer, denke ich. Ich denke, wir werden wenig schlafen. Wir haben schon letzte Nacht wenig geschlafen, aber das wird noch schlimmer. Ihr werdet also sehen, wie wir leiden und wie wir langsam versiechen. Also das wird jetzt die erste Landung von 10. Wir landen auf dem Fluss, habe ich gehört. Und du willst schon wissen hier, der Gute. Aber wir sind ja inzwischen erfahrene Flieger. Wir können mit Gefahrensituationen quasi total cool umgehen. Das war jetzt Alter. Roadkill. Ihr seid hier live dabei, während wir sterben, Mann. Ich wünschte, es gäbe Gehkraftfernsehen. Das heißt, ihr sitzt in eurem Stuhl und spürt dieselben Kräfte wie wir gerade. Die Russen sind auch ein bisschen härter am Nehmen, was so Fliegen angeht. So ein Firlefanz von wegen seichter Landeanflug und so. Warum? Ladies and Gentlemen. The aircraft is ready for landing. Die Aircraft? Please ensure. Die spielen nur diese elektronischen Ansagen ab, damit die Leute denken, ist alles okay. Vorne, die sind schon. Hängt der Knopf. Ich glaube, die sind schon rausgesprungen. Die sind schon rausgesprungen, aber die elektronischen Ansagen. Alter. Schweißausbruch raus. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen windig in Moskau. Ja, ich als Flugsicherheitsexperte kann sagen, alles okay. Hä, sind wir schon unten? Nee. Alter! Wow! Wir sind jetzt in Moskau gelandet, kleiner Zwischenstopp. Und gleich geht's weiter nach Vladivostok. 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 Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wisst ihr, wie man es ausspricht? Nee. Genau. Das ist übrigens Frieder, unser Tonmann auf der Tour. Und generell muss man sagen, wir sind ein bisschen weniger Leute, als wir eigentlich dachten, dass wir sind. Aber dazu später mehr. Ja. Jetzt ist es uns auch endlich passiert. Keine Koffer mehr da und unsere Gitarren auch nicht. Und wir haben jetzt bei der netten Dame da gefragt, wo unsere Gitarren sind und die sind wohl noch in Moskau. Wir sind aber jetzt schon in Vladivostok. Wir müssen jetzt mal sehen, was passiert, weil wir können natürlich ohne unsere Special Super Gitarren nicht spielen. Wir brauchen jetzt einen adäquaten Ersatz und es bleibt spannend. Jetzt gar nichts mehr hier. Jetzt sind wir in Russland? Jetzt ruhe ich mich erstmal aus. Freunde, wir haben unsere Gitarren verloren. Also wir haben unser ganzes Gepäck dabei, bloß die Gitarren sind irgendwie auf dem Weg von Moskau nach Vladivostok verloren gegangen. Und ja, wir wissen halt noch nicht, wie wir spielen. Also ich habe alles dabei, aber ich habe ja nicht so viel. Also ich ja auch. Seht's, ne? Leider nicht alles um Dave, deswegen. Das ist richtig, ja. Sind da noch einige andere Sachen in den Cases und in dem Case, nee, den Cases, die fehlen. Also ich habe ja gerade im Flugzeug gesagt, dass das sicherlich ein Abenteuer wird, aber dass es so schnell geht, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt ankommen und unser Gitarrenkoffer wechseln, inklusive unserer sogenannten Bodypacks, also die Funkteile, die wir an den Hosenbünden haben, wo unser Sound kommt ins Ohr. Richtig teurer Mist und das ist alles jetzt in diesen Koffern und wir können eigentlich ohne nicht spielen. Und die Show ist in jetzt ungefähr 12 Stunden oder 11 Stunden und wir wissen nicht, was passiert. Da muss ich ja mal vorstellen, wir sind jetzt 8 Stunden geflogen und sind im selben Land geblieben. Achso, ja. Naja, mal sehen. Ich bin selber gespannt. Ich würde selber gern vorspulen, um zu gucken, was passiert. Also ihr könnt vorspulen, ihr wisst dann schon, wir nicht. Wie ist das jetzt mit der Zeit, Nico? Erklär mal. Oh, schon wieder. Na, wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 8.37 Uhr. Ja, es ist 9 Stunden später als in Deutschland. Genau. Und wie haben wir geschlafen? Wann sind wir losgeflogen? War nach unserer Zeit? Um 10, fast 12. Nee, wir haben eigentlich ja, ist ja der Tag, weil jetzt ist ja um 10 wieder. Wir haben in 12 Stunden also Leben, haben wir 24 Tage erlebt. Wir haben jetzt bewiesen, dass Stunden. Zeitreisen möglich ist. Aber halt nicht mit Gitarren und Bässen. Die Gitarre ist in der Vergangenheit. Perception hängt die. Wenn wir den Sender anmachen von dem Funk, können wir in die Vergangenheit funken.
Von diesen 18 Stunden vor Kalifornien gerade. Oder halt 4, wenn man den Tag vorher bedenkt. Jo. Nee, 6. Kann man kannst du bis zum. Ich glaube auch, die Leute da draußen haben richtig Bock, sich 10 Minuten anzuhören, wie wir über Zeitverschiebung reden. Aber wenn man das so keine cool, Ahnung. So, jetzt eigentlich mal, um mal zum Punkt zu kommen. Was bedeutet das für uns? Dass wir nicht geschlafen haben, bedeutet das? Und dass wir richtig im Arsch sind. Ja. Gut. Also das wollte ich eigentlich nur hören. Ich hatte ein paar Stunden im Flieger. Hättest du also aber die letzten 2 Stunden Erklärung sparen können und einfach sagen können? Ja, aber wir können. Ich erkläre aber gerne. Endlich wieder leben! Ey, wir hatten jetzt bestimmt 12 Stunden dein Internet. Ach nee, 24 Stunden. Aber Entzugserscheinung habe ich nicht. Eine gute Nachricht? Nee, erst die schlechte Nachricht. Wir haben ungefähr 2 Stunden geschlafen, jetzt mal kurz. Für uns war ja jetzt Nacht, aber es ist eigentlich nachmittags und wir sind jetzt total tot. Aber die gute Nachricht ist, unsere Gitarren sollen aufgetaucht sein in der Zeit. Unser Alex, unser Tourmanager, der rief uns an und sagt, sie sind da. This is Alex. Hey, what's up? Cool. Yeah, the guitars are at the venue. So, as soon as we get there, yeah, let's go there. We'll see them. Yeah. Perfekt. Da sind sie. Ja. Yeah. Wir gucken jetzt mal ganz schnell nach, ob alles drin ist. Da sind auf jeden Fall schon mal 1000 neue Aufkleber drauf. Sieht gut aus. Oh. Warum ist das offen? Sieht gut aus. Unsere Funken. Gitarre. Oh, ein Glück. So, spielen. Guck mal hier. Wenn ich den Hebel aufmache, und dann kann ich das so neigen und drehen, wie ich will. Ich könnte auch so spielen. Guck mal hier. So ist geil, so ist ganz geil. Jetzt spiele ich euch mal was vor. Ja, die Leute drehen hier ein bisschen am Rad schon. Das ist völlig verrückt. Es ist super voll. Wir schauen jetzt mal, ob wir da easy zurückkommen in unseren Backstage. Ja, heute Bloody Wurst Song. Mal gucken, wie das wird. Wir haben heute gedacht, so erstes Mal Vladivostok irgendwie halbe Erdumrundung machen und nichts erwarten. Und dann war das eine der krassesten Russlands-Shows überhaupt bis jetzt. Ja. Und das ist erst der Anfang. Wir wissen gar nicht, wie die das noch toppen wollen, aber es wird noch richtig krass. Das ist die Show mit dem zweitniedrigsten Presale, glaube ich. Genau, zweitniedrigster Vorverkauf gewesen und jetzt schon extrem geil. Weißt du, warum das hier so stinkt? Weil die hier viele chinesische Gäste haben und die erlauben denen in den Zimmern zu kochen. Und dann kochen die da ihr China-Süppchen mit ein bisschen Fisch. Und dann riecht das hier so. Das, wenn ich sowas verlegen würde und ich bin nicht handwerklich begabt, da würde ich hier einen Schnitt reinmachen und fertig. Das bleibt halt so. Hey, das muss so, glaube ich. Das ist so. Naja, aber dafür sind die Rohre wenigstens gut verlegt. Ja. Aber man sieht es wenigstens, wo sie aufhören. Die machen quasi Löcher in die Wand, damit man dann wenigstens sieht, wo die Rohre aufhören. Ja. Was natürlich zu unseren Blogs immer dazugehört, ist auch so ein bisschen, wir machen ja auch Touristik-Advisement, oder wie man das nennt. Also wir geben auch immer so Reiseberichte, wenn ihr mal nach Vladivostok reisen wollt, welches Hotel ist cool, welches nicht so. Und da kann man hier sagen, also view-mäßig, hier Aussicht, ist natürlich der Hammer. Jetzt muss der Peter hier nachregeln, weil es dunkel ist. Das sieht ja so hammergeil aus, weil das Eis ist und das spiegelt. Sieht ein bisschen aus wie bei Batman. Ja. So, das ist natürlich Hammer. Zimmerseitig ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es schon mal gut, dass sie den Tisch so stellen, dass man eigentlich gar nicht die Tür öffnen kann. Das ist übrigens eins der wenigen Telefone in Russland, die direkt
zum Präsidenten gehen. Im Kreml meinst du? Genau, da, wenn ich jetzt hier die 1 wählen würde. Ich darf nicht. Wie sagen wir mal Russisch? Es ist ja eigentlich ein anerkanntes Adjektiv, dass man sagt, etwas ist russisch. Ja. Und was man damit meint, das klingt so negativ. Ich meine, das kann ja auch was Positives sein. Zum Beispiel, dass man was improvisiert und es schnell funktioniert. Aber es kann halt auch sein, dass es halt, naja, improvisiert ist und nicht so geil funktioniert. Zum Beispiel, diese Klospülung ist halt so ein bisschen, die ist halt auch russisch. Und, aber die kann man abnehmen dafür. Ich habe das Bedürfnis, dass ich, nee, das mache ich jetzt nicht. Doch, das muss man schon mal zeigen. Kannst du gerne machen. Danach muss man sich erst mal... Das Klo ist halt beweglich im Ganzen. Alter. Okay, reicht. Nachdem wir die japanischen Klos schon so gut begutachtet haben, kann man das auch mal mit den russischen tun. Naja, aber jetzt würde ich sagen, haben wir's. Jetzt trinken wir noch alle ein Schnäpschen. Dann geht's ins Bett, weil morgen, also wir haben es jetzt irgendwie um 12 oder um 1 und morgen um 5 müssen wir schon wieder raus. Da wir heute Stunden geschlafen haben, ist das nicht geil. Also bis morgen. Morgen, Freunde. Ist der nicht so geile Teil des Tourens. Equipment in Koffer verstauen bei minus 10 Grad vorm Flughafen früh um 5. Aber werde ich meckern. Dann meckerst du aber gerade schon wieder. Nee. Ich würde mal sagen, es ist nicht sehr so schöne Teile. Es gibt auch schöne Teile. So. Ich habe noch ein Mischpult in meinem Rucksack, das muss man sich mal vorstellen. Tag 2. Wir sind jetzt noch in Vladivostok. Wir steigen jetzt in das Flugzeug und geht nach Novosibirsk. Ab nach Sibirien. Von kalt nach kalt. Nach richtig kalt, oder? Jetzt ist es richtig kalt. Ich glaube, ja. Kalt oder was? Hier wird's angeben oder was? So, 6-stündiger Flug. Wieder innerhalb des Landes natürlich. Und wir sind jetzt zum ersten Mal in Sibirien in unserem Leben. Und es sieht aus wie in Sibirien. Und wir haben aber ein gutes Hotel. Wir sind da gerade mit unserem Fahrzeug angekommen und werden jetzt mal einchecken hier. Und mal gucken, wie es so wird, wie das Hotel ist. Peter, ich zeig euch was. Komm. Ja, genau. Unser Schlagzeug für heute Abend. Peter, dein Pass. Was? Pass. Was? Pass. Was? Pass, dein Hello, Pass. Sir. Your passport, please. Was in Russland richtig unangenehm ist, ist nicht die Kälte, was wir eigentlich dachten, deshalb haben wir uns schön warm angezogen, sondern die Hitze. Weil in den Autos machen die immer alles auf Heizen auf 35 Grad hoch. Das ist quasi für die so ein Luxusgefühl dadurch. Oder so ein Komfort, so eine angenehme Gastfreundlichkeit, dass es halt warm ist. Und wir sitzen dann in unseren Winterjacken und gehen komplett ein. Und, thank you. Hotel present. Nice. Thanks. Really nice. Sorry. Gibt's Cookie. Was habt ihr für eine Zimmernummer? Also ich hab hier, Zimmernummer, nicht dein schwulen Cookie. Alter, das ist warm. Alter, das ist lecker. Der ist noch warm. Iss bitte deinen Keks, hör auf zu filmen. Ich finde, die hätten uns ruhig mal was Ordentliches buchen können hier. Wenn wir schon extra aus Deutschland herkommen. Die billigsten Hotels, ne? Was ist denn das hier, ey? Wie das verarbeitet ist. Ja. Hier siehst du noch die Linien zwischen den zwei Tapetenansätzen. Also ich finde ja gestern, das war eigentlich schon sehr gut, das Hotel. Wie das heute toppen können. Novosibirsk, das werden wir jetzt mal sehen. Oh, beim ersten Mal hat es geklappt. Hey, wir haben eine Badewanne. Das ist gerade ein begehbarer Kleiderschrank hier. Warum ist denn hier kein Licht? Ja. Regenwalddusche, oder wie man das nennt? Regenwalddusche. Zeig uns mal die Regenwalddusche. Das ist die Regenwalddusche hier. Okay. Da muss man, aber das ist schon wieder viel zu kompliziert. Hier 80 Hähne. Das ist der Moment, wo ich völlig bejahe. Ja, genau. Wie im Regenwald, oder? Mhm. Thank you.
bei dir, Nico? Fisch. Also ich bevorzuge Lachs, Frischkäse und das ist jetzt Gurke, aber reintunken und dann genüsslich. Jetzt fühle ich mich beobachtet. Ballern! Man sieht immer ganz schnell, wenn der Promoter unseren Rider gelesen hat. Das ist nämlich Grundnahrungsmittel von NSOK. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Gucken wir mal, wie die russische so ist. Bis jetzt war die amerikanische die beste. Ja, du hier mit deinem gesunden Scheiß. Du musst ja nicht so tun. Kriege ich mal nicht ganz von der Lampe weg, das ist so ein bisschen wichtig. Dave wirft immer große Schatten. Ja. Auch riesen Es wäre schön, wenn du Sachen sagst, die man auch verwenden kann. Wie sind wir denn heute? Ich muss mal sagen, ja, wir müssen bei Dave immer so viel rausschneiden. Deshalb spricht er immer so wenig in Videos, weil man immer alles nicht verwenden kann. Novosibirsk sind wir heute. Ja, stimmt, wir haben heute Pässe bekommen. Ja, ja. Und bei uns. Wenn ihr zur Show kommen wollt, muss das so aussehen. Genau. Aber hier mit hier, ne? Siehst du hier so Hologramm? Siehst du das? Wir wissen nicht, wie viele Leute draußen sind. Ich habe schon gehört. Ich bin leider schon gespoilert. Scheiße. Sag's nicht. Also man sagt immer, so gut wie das Catering ist, so gut ist auch die Show. Oder so schlecht, je nachdem. Und heute war es Catering Sahne. Catering war nicht. Und wie man sagt. Oder lit. Das kenne ich nicht, so was Modernes. Wenn man ihn so reden hört, denkt man, er schimpft und ist ganz böse. Aber eigentlich ist es der netteste Mensch überhaupt. Er hat uns nur versichert, dass unsere Sachen sicher sind. Und er hat immer Sorge, dass uns irgendwas fehlt. Aber es klingt, als ob er gerade uns gleich aufs Maul gefällt. Ja, aber Lindemann hat ja schon gespielt. Das ist doch ja hier da Silbermond. Von echt. Silbermond, der Sänger. Silbermond, der Sänger. Press it! Press the button! Okay. Richtig! So, jetzt geht's los. Es geht los, es ist tatsächlich jetzt hier kurz vor knapp. Achtung! Ah, es geht schon. Doch. So, Kamera aus jetzt. Gestern war ja schon geil, aber das heute war irgendwie... Das war krank. Ja. Es ist immer noch erst der Anfang, weil wir wissen, da kommen noch Shows, die auf jeden Fall noch krasser werden. Und das ist irgendwie verrückt. Wir sind hier irgendwie in Sibirien, wo wir immer Späße machen. So, wenn es kalt ist, sagen wir immer, es ist ja wie Sibirien hier. Und da kommen Leute zu der Show und es ist einfach völlig krass.
Aber es ist für uns einfach eine Art Dankbarkeit, die wir da fühlen für die Fans. Und die Fans geben uns vor allem eine Dankbarkeit zurück, indem sie sagen, vielen Dank für die Musik. Das sagt dort jeder Zweite hier. Und das bedeutet uns schon viel. Und wir hoffen, dass das irgendwie rüberkommt auf dem Video. Wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben bei den weiteren Blogs, dass man das sieht. Weil das ist ja schon was Besonderes für uns. Uns wurde gesagt, dass unsere Autogramme verkauft werden vor der Show, also draußen vor den, auf der Straße. Und wir haben eine dieser gekauften Autogramme ergattert. Und zum einen ist das Bild ungefähr 10 Jahre alt. Und wir haben das natürlich nicht unterschrieben. Also meine Unterschrift sieht nicht so aus. Wer das ist, weiß ich gar nicht. Tex. Und das hier, Daniel. Vielleicht war das Hermanns alte Unterschrift, keine Ahnung. Also unser alter Drummer. Also, liebe russische Freunde, das waren nicht wir. Kauft keinen Scheiß. Und ja, verrückt. Es geht ab.